Liebe Frau Fesio, herzlichen Glückwunsch zur Geschäftseröffnung. Viel Geschäftserfolg, immer zufriedene Kunden und Sie schaffen das. Ganz Dankeschön, toll. Dankeschön. Gratulation vom Unternehmerverband Brandenburg zur Geschäftseröffnung und viele weitere folgten noch. Ihre Geschäftsidee hat Loretta Fesiuk, Madame Balloneuse, getauft. Anfang des Jahres startete sie in diese Selbstständigkeit. Mit der Ladeneröffnung in der Trebiner Straße in Marlow ist sie nun auch für die Laufkundschaft erreichbar, die bereits am Eröffnungstag großes Interesse zeigte. Ich sprich dann auf jeden Fall gleich an, die Dekoration, und man hat gleich Ideen, was man noch so machen kann, gerade für Halloween oder Geburtstage. Man kriegt da viele Ideen, auf jeden Fall. Manchmal ist man so ideenlos selber, und wenn man das sieht, denkt man, genau, das ist es. Das kann man machen, gerade für den kleinen Mann hier. Und für ihn gab es dann erstmal einen Heliumluftballon. Aber bei Madame Balloneuse können noch ganz andere, ausgefallenere Wünsche erfüllt und Ideen in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Loretta Fesiuk versteht es, unterschiedlichsten Anlässen und Veranstaltungen das besondere Etwas zu verleihen. Mit einer kleinen Tischdekoration, einem Ballonbouquet oder einer überlebensgroßen Figur. Der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Ich möchte aus dem Luftballon das, sage ich mal, das Maximum rausziehen. Wenn der Kunde kommt und sagt, ich habe so ein Frühjahrsfest oder was auch immer, mach mir was. Und dann baue ich, oder sage ich mal, ich zeichne vorher. Ich bin kein guter Zeichner, aber immerhin mache ich so, sage ich mal, ein paar Skizzen auf dem Blatt, zeige dem Kunden, ob das seiner Vorstellung entspricht, und dann baue ich danach. Kleinere Aufträge erfüllt Loretta Fesiuk ohne weiteres auch kurzfristig. Ihr darf dabei auch gern zugeschaut werden, wenn sie zum Beispiel schnell noch die spontane Geschenkidee umsetzt. Großaufträge wie etwa die Dekoration eines Messestandes, einer Hochzeit, Vereinsfeier oder einer Produktpräsentation bedürfen dagegen einiger Vorbereitung und sollten daher rechtzeitig im Voraus abgesprochen werden. Die Vorarbeiten dafür werden von Loretta Fesiuk meist in ihren Blankenfelder Arbeitsräumen erledigt, der Rest dann vor Ort. Über fehlende Nachfrage kann sie bisher nicht klagen. In Ludwigsfelde hat Loretta Fesiuk beispielsweise schon mehrere Veranstaltungen fantasievoll dekoriert, so auch den Sportlerball. Die erste Figur dauert immer länger als die zweite, haben wir 3 Stunden gebraucht. Das Gesicht ist umfangreich. Bis man das Gesicht, sage ich mal, erbaut, das ist das Einzige, was sehr umfangreich ist. Also 3 Stunden, die zweite Figur hat schon etwas weniger Zeit gekostet. Wurde mit 400 Luftballons gebaut, jeweils. Also manchmal denke ich, es wird dem Kunden selbstverständlich gefallen, aber wenn man manchmal so richtig so Glücksausdruck aus dem Gesicht kommt oder aussaufen, dann ist das schon sehr überraschend. Loretta Fesiuk kennt diese Begeisterung nur zu gut von sich selbst, kam dadurch überhaupt erst darauf, gestalterisch mit Luftballons zu arbeiten. Ich habe angefangen, irgendwie für meine Töchter zum Geburtstag so kleine Figuren, so kleine Püppchen zu machen, die eben den Luftballon in den Händen hielten. Und das war mal was anderes. Und so kam die Idee eigentlich. Dann haben die Eltern gesehen, ach, so ein Püppchen kann Luftballon halten und nicht einfach so Helium-Luftballon, der im Stuhl gebunden ist. Und dann haben sie bei mir die Püppchen angefangen zu bestellen. Und so entwickelte sich das Ganze. Einfach, am Anfang war es nur als Hobby gedacht. Die Freude an den Ballondekorationen kann länger währen als gedacht. Wenn sie auf Wunsch spezial behandelt werden, können die heliumgefüllten Ballons mindestens eine Woche, andere arbeiten bis zu 4 Wochen halten. Madame Balloneuse finden Sie in Marlow in der Trebiner Straße 18. Geöffnet immer montags bis freitags von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Oder im Internet auf www.balloneuse.de.